Hey alle zusammen, ich bin's wieder, Hexer Alexa, und dieses Mal schauen wir uns den Titan an. Mit quasi unendlich Überschild, die Fähigkeiten sind auch fast permanent voll. Ihr könnt einfach alles mit der Faust wegpunchen, man wird die ganze Zeit vollgeheilt und der Support für ein Endgame ist natürlich auch vorhanden. Also gehen wir mal zu den Skills. Als Ulti habe ich jetzt das Sentinel-Schild drin. Man kann aber natürlich auch Schutz der Dämmerung, vor allen Dingen für den Endcontent, mitnehmen. Ja, Barriere kann man die hohe nehmen. Die kleine ist halt schneller wieder voll. Muss man halt dann wissen, wie man spielen möchte. Also ich spiele ganz oft auch die kleine Barriere, wenn ich jetzt nicht zu viel Schaden kriege und einfach nur die Barriere spielen muss, damit ich halt die anderen Fähigkeiten wieder schnell voll kriege. Deswegen nehme ich die dann dabei. Nahkampf, eigentlich nehme ich gerne die Schildexplosion mit, weil sie macht gut Schaden und wenn wir einen Gegner killen, bekommen wir ein Überschild. Ist aber in Endcontent manchmal nicht so förderlich, wenn man auf die Leute, vor allen Dingen dann gelbe Balken, nicht wirklich one-shottet. Und das Schild ist halt so gemacht, dass wenn wir allein nur ein Ziel treffen, etwas Überschild bekommen. Wenn wir dann noch jemanden killen, explodieren diese Gegner und dann bekommen wir, glaube ich, auch etwas mehr Überschild. Granate habe ich, Vortex-Granate dabei. Man kann aber jede Granate mitnehmen, wie man möchte. Und die Aspekte, kontrollierte Zerstörung habe ich dabei. Wenn wir Ziele mit einer leeren Explosion oder einer Instabilität treffen, macht es sie auch instabil. Und sie bekommen mehr Schaden und sie explodieren auf jeden Fall. Und wir bekommen dadurch noch ein bisschen Gesundheit dazu. Und dann habe ich noch offensive Festung dabei. Gibt uns auch nochmal 2 Fragmentslots. Während wir nämlich ein Überschild haben oder halt in Schutz der Dämmerung sind, laden unsere Granaten ziemlich schneller auf. Unser Nahkampf ist erhöht, unsere Reichweite. Der Schaden auch. Und wenn wir jemanden mit dem Nahkampf killen, hält das Überschild ein bisschen länger. So, Fragmente. Da habe ich Echo der Überreste dabei, dass wir eine erhöhte Lebensdauer unserer Vortex-Granate haben. Dann Echo des Austausches. Nahkampf-Todesstöße gewähren Granatenenergie. Dann Echo der Versorgung. Wenn wir mit Granaten Schaden verursachen, erhalten wir Nahkampfenergie. Diese beiden spielen sich gegenseitig hoch, sozusagen. Und dann habe ich noch Echo der Entkräftung dabei. Wenn wir eine Sphäre der Macht aufnehmen, bekommen wir Verschlingen. Und Verschlingen sorgt ja dafür, dass sich unsere allgemeinen Fähigkeiten und unser Leben halt die ganze Zeit auflädt, sobald wir einen Gegner töten. Ja, also Waffen habe ich natürlich wieder im Energieslot leere Waffen dabei auf jeden Fall. Trichternetz ist natürlich ein Must-Have. Ich habe auch unter der Haut ab und zu mal dabei, auch wegen der Mod mit den Champions. Aber an sich kann man da wirklich jede leere Waffe mitnehmen, die man möchte. Bei der Heavy habe ich Palmyra B dabei, mit Explosiven nicht. Was mir halt den Vorteil gibt, dass selbst wenn meine Ulti voll ist, ich immer noch eine Sphäre der Macht aufnehmen kann und der Raketenwerfer dadurch mehr Schaden erhält. Denn wenn meine Ulti voll ist, kann ich keine Sphäre mehr aufnehmen und ich bekomme kein Verschlingen mehr und die Fähigkeiten da laden nicht so doll auf. Ich kriege nicht mehr so viel Leben, das ist ein bisschen doof, deswegen habe ich das sehr gerne dabei. Ansonsten kann man gerne die Galahorn mitnehmen oder halt jede andere Waffe, worauf man gerade lustig ist. Ja, Mods. Ich habe auf jeden Fall auf meinem Titan... jetzt einen Solarhelm dabei. Einmal mit den Nahkampfquellenschöpfer, dass wenn ich Gegner töte mit Nahkampf, was beim Titan oft passiert, bekomme ich halt elementare Quellen. Dann habe ich noch Asche zu Angriff. Ich erhalte Bonus-Superenergie, wenn ich Gegner mit Granaten kill. Natürlich könnte man jetzt auch einen Argus-Helm nehmen, dann hat man nämlich das gleiche halt nur mit Nahkampf. Wäre auch nicht schlecht. Und dann habe ich natürlich harmonischer Siphon. Wenn ich nämlich dann Gegner töte, also schnell hintereinander, 2 Stück, bekomme ich dann nämlich von einer Waffe, die meinem Fokus entspricht, also leere Sphären der Macht. Was mir dann wieder beim Verschlingen hilft. Dann habe ich einen Arkusarm dabei. Einmal mit Quelle der Macht. Wenn ich nämlich dann eine Quelle, die meinem Fokus entspricht, aufnehme, bekomme ich Waffenschaden desselben Elementartyps. Dann habe ich noch 2-mal die Mod Schwungübertragung dabei. Wenn ich nämlich dann Schaden mit einer Granate verursache, bekomme ich meinen Nahkampfangriff schneller zurück. Das deckt sich ja dann mit dem Fragment, was wir drin haben in unserem Fokus. Das heißt, wenn wir jetzt irgendwo in der Masse eine Vortex-Granate reinschmeißen oder sie irgendwo an einen Boss reinschmeißen, da reicht einfach nur der Schaden,
von dieser Granate, die den ganze Zeit verursacht, um unsere Nahkampfsterne zurückzubekommen. Dann Exos. Herz des inneren Lichts habe ich auf jeden Fall dabei. Wenn ich nämlich dann eine Fähigkeit mache, egal jetzt welche, laden sich die anderen beiden Fähigkeiten schneller auf. Und das schaukelt sich halt die ganze Zeit so hoch. Man kann aber auch je nachdem, ob man jetzt den Helm des 14. Heiligen braucht oder Maske des Stillens, kann man auch sehr gerne mitnehmen. Es ist nicht unbedingt jetzt ein Muss, da ist man halt auch ziemlich frei, aber es läuft mit Herz des inneren Lichts wirklich am besten, was jetzt die Regeneration der Fähigkeiten angeht. Ansonsten habe ich auf der Brust auf jeden Fall Elementarnachschub drin. Wenn ich halt Gegner mit einer Granate kille, bekomme ich da auch nochmal eine Elementarquelle. Und die Beine sind aktuell noch Stasis. Da schaue ich aber, dass ich sie auch nochmal auf Arkus umbaue. Aber was ich hier noch wichtig finde, ist Absolution. Reduziert die Abklingzeit aller Fähigkeiten, wenn wir eine Sphäre der Macht aufnehmen. Und noch Elementarbewaffnung. Wenn ich nämlich dann jemanden mit jetzt Lehrer zum Beispiel, weil ich Lehrer habe, mit der Waffe jemanden töte, besteht die Chance, dass ich halt da auch nochmal Elementarquellen bekomme. Und dann habe ich noch mein Klassen-Item auf Arkus gesetzt. Hier habe ich flüchtigen Fluss dabei, dass wir auch flüchtige Geschosse kriegen, wenn wir eine leere Elementarquelle aufnehmen. Und dann noch zweimal habe ich Reichweite dabei. Jedes Mal, wenn ich dann nämlich meine Klassenfähigkeit einsetze, bekomme ich eine reduzierte Nahkampfabklingzeit. Ich kann euch gerne nochmal eben kurz zeigen, was ich hier für Sachen drauf habe. Damit es so ein bisschen wie ein Master Chief aussieht, nur in weiblich. Weil ich wurde schon im Clan ab und zu mal gefragt, wie ich das so gemacht habe und bitteschön. So, an sich war es das auch schon. Ich hoffe, ihr konntet damit was anfangen. Lasst sehr gerne ein Like, einen Kommentar und ein Abo da. Das würde mich wirklich sehr freuen. Mein nächstes Ziel sind die 1000 Abonnenten. Ja, und dann würde ich sagen, habt auf jeden Fall noch einen schönen Tag, guten Loot. Und bis bald. Ciao, ciao.